Heute möchte ich mit euch über die größten Fehler sprechen, die man bei der Selbstversorgung machen kann, beziehungsweise über die größten Fehler, die man als Selbstversorger machen kann. Bleibt dran! Ja, einige der gleich aufgezählten Fehler haben wir selber schon gemacht. Einigen sind wir knapp entkommen und einige werden wir hoffentlich niemals machen. Ich hoffe, dass ihr aus unseren Fehlern bzw. aus der Aufzählung dieser Fehler selber lernen könnt und diese Fehler nicht selber machen müsst. Also, los geht's. Der erste Fehler ist, übereilte Entscheidungen treffen. Wenn ihr einen neuen Hof gekauft habt und auf eurem neuen Selbstversorgerhof einzieht, dann ist es normal, dass man gleich alles entscheiden will. Man will gleich loslegen, überall müssen Ställe gebaut werden, Zäune gezogen werden oder man will alles sofort umsetzen. Aber da ist der größte Fehler, das tatsächlich auch zu tun. Wartet stattdessen lieber ab, beobachtet erstmal euren Hof eine Zeit lang, vielleicht sogar eine ganze Saison, ein ganzes Jahr lang, um den Hof erstmal kennenzulernen, um zu sehen, was der Hof zu bieten hat, was er kann und was er nicht kann, um die Plätze, wo ihr die Sachen geplant habt, erstmal ja, auszuloten, ob die dafür auch wirklich geeignet sind. Manchmal denkt man, das ist der optimale Platz für etwas und stellt dann, nachdem man es angelegt hat, fest, oh Mist, das war doch nicht so gut, das hätten wir lieber woanders angelegt. Und dann alles nochmal umzubauen, das kann erstens teuer sein und zweitens natürlich extrem viel Zeit und Nerven kosten. Das kann man sich sparen, wenn man erstmal sich und dem Hof ein bisschen Zeit gibt, um alles kennenzulernen. Der zweite Fehler ist, wenn man sich denn entschieden hat und abgewartet und beobachtet hat und loslegen will mit seinen Projekten und Baumaßnahmen, dann ist es ein großer Fehler, am falschen Ende zu sparen. Ihr wisst, wir sind ganz große Meister im Upcycling, das machen wir richtig gerne. Wir arbeiten mit dem, was wir finden, was wir haben, um natürlich auch Geld zu sparen und auch vor allem Ressourcen zu sparen. Wenn wir aber Dinge neu kaufen müssen, dann haben wir uns inzwischen auch angewöhnt, Qualitätsmaterialien anzuschaffen. Denn wenn man da auf die billige Variante zurückgreift, dann spart man tatsächlich am falschen Ende und hat nachher nur Ärger damit, weil es nicht lange hält, weil es nicht richtig funktioniert. Und dann muss man es auch wieder neu kaufen und hat nachher viel Ärger gehabt und auch höhere Kosten, als wenn man gleich die bessere Variante gekauft hätte. Wenn ihr nicht gleich das teuerste kaufen wollt, dann entscheidet euch zumindest für ein qualitativ hochwertiges Produkt im preislichen Mittelmaß. Das könnte noch ein guter Kompromiss sein, aber nehmt auf keinen Fall die Billigvariante. Das haben wir vor allen Dingen beim Zaun festgestellt, beim Elektrozaun. Wenn man da das billigste Modell kauft, dann hat man nur Ärger damit. Beim kleinsten Lüftchen reißen die Litzen oder zumindest die Drähte da drin, der Strom leitet nicht mehr. Man hat viel Geld ausgegeben für einen Zaun, der am Ende nicht funktioniert, den man ständig reparieren muss und wo die Tiere nicht sicher drin aufbewahrt sind, weil sie trotzdem einfach durch den Zaun durchmarschieren, weil kein Strom drauf ist. Super ärgerlich, muss nicht sein. Ihr kennt sicher den Spruch, nichts hält länger als ein Provisorium. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das stimmt wirklich. Nicht immer ist ein Provisorium letztendlich dann aber auch das, was einen zufrieden gemacht hat. In ganz wenigen Fällen kann man sehr lange mit einem Provisorium tatsächlich zufrieden sein. Aber das ist, wie gesagt, in den seltensten Fällen so. Fehler 3, und das ist meiner Meinung nach der größte Fehler, den haben auch wir natürlich gemacht. Das ist alles auf einmal wollen. Man bezieht seinen neuen Selbstversorgerhof und man will alles auf einmal. Man will Tiere, man will Gemüse, man will Holz, man will alles selber machen, man will das Haus renovieren, man will den Garten gestalten, man will das Gemüsebeet anlegen, Zäune bauen, Brennholz machen, man will gleich Hühner, Enten, Ziegen, Kühe, alles will man, weil man ist jetzt Selbstversorger und nun muss es auch richtig losgehen. Macht das bloß nicht. Gebt euch Zeit, fangt klein an, startet im Garten, legt erstmal ein Gemüsebeet an und zwar auch nicht mit allen seltenen Gemüsearten, die ihr schon immer mal probieren wolltet, sondern fangt mit den 5 bis 10 einfachsten Arten an, die man so anbauen kann und übernehmt euch da nicht gleich weder von der Fläche noch von der Anzahl. Genauso mit den Tieren. Lasst euch Zeit mit den Tieren, das ist wirklich einer der wichtigsten Ratschläge, die ich euch geben kann. Schafft euch auf keinen Fall mehrere Tierarten gleichzeitig an, die ihr vorher vielleicht sogar noch nie gehalten habt. Das kann nur nach hinten losgehen. Damit werdet ihr euch komplett überfordern und innerhalb von 2 Wochen spätestens den Spaß an der Sache verloren haben.
Ja, und jeder, der natürlich einen Selbstversorgerhof aufbaut, hat manchmal die Idee, sich komplett selbst versorgen zu wollen. Das kann in einigen Fällen gut funktionieren, wenn man wirklich bereit ist, auf vieles zu verzichten und wenn man bereit ist, wirklich ganz vieles selber zu machen und sich in vielen Fällen auch aufzuopfern. So richtig erstrebenswert finden wir das nicht. Wir finden es nicht sinnvoll, wenn man sich 100% selbst versorgen will, weil da unserer Meinung nach vom Leben nicht viel übrig bleibt. Also guckt lieber, wo ihr vielleicht tauschen könnt, wo ihr Dinge nicht leicht machen könnt, die euch schwer fallen, dass ihr die vielleicht doch lieber zukauft oder irgendwelche Kontakte aufbaut, mit denen ihr diese Sachen dann austauschen könnt. Der vierte Fehler, den man machen kann, ist zu denken, man braucht ohne Ende Platz. Man braucht riesige Höfe, riesige Wiesen, riesige Wälder, um sich selbst zu versorgen. Das kann natürlich hilfreich sein, wenn man gerade, wenn man Tiere halten will und das Futter selber herstellen will, dann braucht man natürlich große Flächen. Wenn man aber eine Selbstversorgung im kleinen, gemütlichen Stil praktizieren will, dann ist es nicht nötig, einen riesigen Hof zu besitzen. Dann kann wirklich jeder, der einen Garten hat, loslegen mit einem Gemüsegarten. In den meisten Fällen kann man auch Hühner halten. Und das reicht schon meistens aus für einen relativ großen Teil. Natürlich, wenn ihr mitten in der Stadt wohnt, müsst ihr euch erkundigen, ob das erlaubt ist, Hühner zu halten. Hähne sind meistens nicht erlaubt. Das ist auch natürlich nachvollziehbar. Wenn man selber schon genervt ist, wenn um 4 Uhr morgens der Hahn kräht, dann kann man das auf keinen Fall seinen Nachbarn zumuten. Genauso ist es natürlich auch mit Ziegen. Auch die kann man auf relativ kleinem Raum halten, wenn man das Futter zukauft. Natürlich muss man sehen, dass die Fläche artgerecht groß genug und sauber genug gehalten wird, aber auch das ist theoretisch möglich. Aber auch jeder, der keinen eigenen Garten hat, kann zu einem Selbstversorger werden, wenn er sich zum Beispiel einen Schrebergarten mietet. Das ist in vielen Fällen möglich, auch dort dann sein Gemüse anzubauen. Oder aber, was man auch gut machen kann, ist einfach sich mal umhören, eine Annonce aufgeben oder einen Zettel ans schwarze Brett im Supermarkt hängen und fragen, ob vielleicht zum Beispiel ältere Leute, die ihren Garten nicht mehr selber bewirtschaften können, sich eventuell freuen würden, wenn man deren Garten pflegt, dort Gemüse anbaut und den älteren Leuten, die wissen es meistens echt noch zu schätzen, dafür ihr eigenes Gemüse dann auch liefern kann. Das ist ja eine Win-Win-Situation für beide Beteiligten. Die älteren Leute müssen es nicht kaufen, deren Garten wird gepflegt und ihr selber habt gegebenenfalls kostenlos oder gegen einen kleinen Kostenbeitrag eine Fläche zur Verfügung, die ihr bewirtschaften könnt, wenn ihr keinen eigenen Garten habt. Fehler 5, den man als Selbstversorger machen kann, wenn man neu durchstartet, zu denken, dass Selbstversorgung total viel Geld spart. Langfristig ist das natürlich möglich, aber erstmal hat man doch in den meisten Fällen ziemlich hohe Investitionskosten, gerade wenn man einen größeren Hof kauft. Wenn man das alles im kleinen Rahmen praktiziert und man hat den Hof oder beziehungsweise das Haus schon länger, dann halten sich natürlich die Kosten unter Umständen in Grenzen. Wenn man aber ganz neu loslegt, dann darf man nicht vergessen, man muss Ställe bauen, man muss Zäune ziehen, man muss gegebenenfalls Maschinen anschaffen, Werkzeuge anschaffen, den Hof renovieren, man muss eventuell Unternehmen beauftragen, die vielleicht mit einem großen Gerät irgendwie Flächen urbar machen, damit man dort einen Gemüsegarten anlegen kann. Das alles kostet natürlich erstmal Geld. Das darf man nicht unterschätzen. Und bis man das wieder rausgewirtschaftet hat, vergehen natürlich einige Zeiten. Auch wenn man jetzt ein Gewächshaus kauft, das ist natürlich auch nicht ganz günstig, wenn das gleich so ein großer Folientunnel ist. Das rentiert sich allerdings meistens nach einer Saison oder nach zwei im Gewächshaus hat man das wieder reingewirtschaftet. Aber man darf nicht denken, dass man, wenn man als Selbstversorger durchstartet, sofort eine riesengroße Ersparnis hat. Wenn man jetzt nur einen Gemüsegarten anlegt, dann ist natürlich relativ schnell der Gewinn herausgewirtschaftet, weil das Saatgut ist jetzt ja nicht allzu teuer. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht mit Freunden tauscht oder auf Saatgutbörsen geht, dort kann man auch biologisches Saatgut relativ günstig bekommen. Und da hat man natürlich sehr schnell eine große Ausbeute im Vergleich zum Kauf im Bioladen. Gerade aber, wenn man Tiere halten will, da hat man oft eher idealistische Gründe, um das zu tun. Da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass sofort, wenn man Tiere hat, irgendwie die Eier auf einmal günstiger wären oder die Milch zum Beispiel günstiger wäre. Also das kann ich immer wieder nur sagen. Die Ziegenmilch, die wir trinken, die ist im Grunde viel teurer, als wenn man sie kaufen würde, wenn man allein die ganze Arbeitszeit in Verhältnis setzt. Das darf man natürlich nicht unbedingt tun, wenn man davon sehr überzeugt ist. Aber wenn man darüber nachdenkt und das wirklich auf den Punkt bringt, dann ist es zum Teil wirklich unrentabel, selber Tiere zu halten. Es sei denn wiederum, der Hof ist lange in Betrieb und alle Kreisläufe haben sich perfekt eingespielt.
Wenn man aber neu durchstartet, dann kann es in erster Zeit wirklich sein, dass man auf seine tierischen Produkte erstmal drauf zahlt. Dass man natürlich eine viel höhere Qualität und eine viel größere Bindung zu seinen Lebensmitteln hat, viel mehr Lebensfreude daran und auch Fähigkeiten erlernen kann. Das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Der sechste Fehler, den man als Selbstversorger machen kann, ist, sich zu vergleichen mit anderen Selbstversorgern. Das sollte man tunlichst unterlassen, denn das deprimiert einen oft und führt zu Frustrationen. Andere Leute haben andere Voraussetzungen, machen das Ganze vielleicht schon viel länger und haben einfach einen ganz anderen Hintergrund, ihre Selbstversorgung voranzutreiben. Und wenn man sich dann direkt vergleicht, dann kann man ganz schnell denken, ach, wieso habe ich das denn nicht alles so toll und bei mir klappt das noch nicht so. Das sollte man nicht machen. Natürlich kann man Bücher lesen, Filme gucken oder YouTube-Videos natürlich, aber man sollte sich nicht in direkten Vergleich setzen. Man sollte unbedingt nur die Inspiration aus dieser Sache ziehen, sich freuen, was man sieht, was man mitnehmen kann für sich selber, aber auf keinen Fall in so eine Art Konkurrenzdenken kommen und sich da direkt vergleichen und meinen, man müsste nun alles ganz genauso machen. Man soll seinen eigenen Weg genießen und man muss einfach sehen, dass das Ganze ein Prozess ist, der von innen und von außen stattfindet und da kann man sich einfach niemals direkt vergleichen, weil jeder komplett anders ist. Nicht nur in der Selbstversorgung. Der siebte Fehler ist, wenn man zu lange mit der Anlage von Obstbäumen wartet und Beerensträuchern. Wenn man nicht das Glück hat, einen alten Baumbestand zu übernehmen mit alten Obstbäumen und Beerensträuchern, dann sollte man tunlichst nicht zu lange warten, um sich Beerensträucher und Obstbäume anzuschaffen und diese zu pflanzen, denn logischerweise haben die eine recht lange Vorlaufzeit und bis man die Früchte dieser Bäume ernten kann, vergehen schon ein paar Jahre, also am besten relativ schnell pflanzen, aber nicht Punkt 1 vergessen, trotzdem vorher beobachten, wo der beste Punkt ist für so einen Obstbaum. Also nicht einziehen und dann am nächsten Tag einen Obstbaum pflanzen und dann eine Woche später feststellen, dass der an einem völlig falschen Standort steht, wo man vielleicht jetzt den Hühnerstall hinbauen will. Fehler 8. Zwinge nicht deine Familie dazu, bei deiner Selbstversorgung mitzuziehen. Nicht jeder hat das Glück, dass die gesamte Familie von Anfang an überzeugte Selbstversorger sind, dass alle in eine Richtung gehen, dass alle Selbstversorgung betreiben wollen. Ich habe oft gerade in den Kommentaren gelesen von euch, dass ihr mit dieser Einstellung relativ alleine seid, dass ihr alleine eigentlich einen Selbstversorgerhof aufbauen wollt oder auch nur einen Gemüsegarten anlegen, dass aber euer Partner davon überhaupt nicht überzeugt ist, dass er da nichts von hält, dass er das langweilig findet. Das ist natürlich für den ersten Moment ein bisschen demotivierend, aber lasst euch davon nicht aufhalten. Fangt einfach an im Kleinen mit euren Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Und dann meistens zieht der Partner dann irgendwann mit, weil er einfach sieht, was man für eine Bereicherung durch diese Selbstversorgung erfahren kann. Wie viel besser die Lebensmittel schmecken, wie viel Lebensfreude man dadurch gewinnen kann, wenn man im Dreck wühlt, wenn man in der Natur ist, wenn man an der frischen Luft arbeitet. Meistens ist Selbstversorgung ansteckend, habt da Vertrauen, dass das übergreift, dass auch euer Partner und eure Familie sich da anstecken lässt. Vor allen Dingen auch die Kinder, zwingt nie die Kinder dazu, dass die euch mithelfen müssen. Klar, so kleinere Aufgaben müssen natürlich verteilt werden, die können auch die Kinder schon mal übernehmen. Aber zwingt jetzt nicht die Kinder, die müssen jetzt bei der Kartoffelernte mithelfen oder die müssen jetzt das Brennholz mitstapeln. Das geht garantiert nach hinten los. Fragt die natürlich immer wieder, setzt denen auch gerne irgendwie einen Schmankerl in Aussicht dafür, aber letztendlich lebt vor, was ihr macht, fangt an, macht eure Arbeit und meistens kommt der Rest der Familie dann auch hinterher und findet ebenfalls Gefallen daran. Punkt 9 der Fehler, die man als Selbstversorger machen kann, ist natürlich, dass man vor lauter Projekten, vor lauter Arbeit und auch vor lauter Enthusiasmus die Familie aus den Augen verliert. Man ist so in seinem Wahn, man will jetzt Selbstversorger sein, man will alles machen und selber machen und es macht einem ja auch so viel Spaß. Da kann es ganz schnell passieren, dass man nicht nur sich selber, sondern auch den Partner oder die Kinder aus den Augen verliert, dass man einfach zu sehr, zu viel will und dabei das Naheliegende irgendwie vergisst. Man nimmt die Familie als Selbstverständlichkeit wahr, die ist da ja sowieso, die sind um einen herum, aber man nimmt sich gar nicht mehr so diese Qualitätszeit, die natürlich auch die Familie braucht, übers Feuerholz machen hinaus und übers Kartoffelernten und übers Ziegenmelken und Käse machen.
Es muss auch noch Bereiche geben, die nichts mit Selbstversorgung zu tun haben, damit die Familie zwischendurch mal entspannen kann. Denn letztendlich ist ja die Familie das Herzstück so eines Selbstversorgerhofes. Wenn man nicht gerade als Einzelkämpfer losgestartet ist und Selbstversorger werden will, dann ist ja der Grund in den meisten Fällen, dass man seiner Familie eine höhere Lebensqualität bieten will. Und dazu gehört natürlich in erster Linie auch, dass die Familie untereinander zusammen Qualitätszeit genießen kann. Verliert das niemals aus den Augen. Ebenso wenig dürft ihr natürlich euch selbst vergessen. Ihr habt viele Aufgaben zu tun, ihr müsst an viele Sachen gleichzeitig denken. Vergesst dabei nicht, euch selbst auch mal eine Auszeit zu nehmen, tief durchzuatmen, den Moment zu genießen, auch euch umzusehen und dankbar zu sein, was ihr euch alles aufgebaut habt, wo ihr seid, was ihr geschafft habt. Das ist super wichtig, sich selbst auch mal auf die Schulter zu klopfen. Und wichtiger Punkt, macht nicht den Fehler, zu schnelllebig diese Selbstversorgung anzugehen, denn das Ganze soll ja auch so ein bisschen zu diesem Entschleunigung, nennt man es heute immer, man will sein Leben entschleunigen und dazu gehört auch Selbstversorgung oder sollte es gehören. Also nicht im Vollspeed die ganze Zeit über den Hof hetzen, sondern ruhig mal innehalten und das Leben auch genießen. Das sind die Fehler, die man machen kann als Selbstversorger. Ich bin sicher, es gibt noch unzählige mehr. Vielleicht habt ihr ja Lust, mir unten in die Kommentare zu schreiben, was ihr meint, was die größten Fehler eines Selbstversorgers sein können. Was habt ihr vielleicht selber schon für Fehler gemacht? Konntet ihr sie wieder ausbügeln oder waren sie irreparabel? Ansonsten hoffe ich, dass ihr was mitnehmen konntet aus dem Video, dass ihr diese Fehler vielleicht nicht machen müsst. Obwohl man natürlich sagen muss, dass man aus Fehlern natürlich auch lernt und klug wird. Aber nicht alle Fehler muss man selber machen. Man kann da durchaus einiges auch auslassen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn ihr mehr über unser Leben in Schweden und über unsere Auswanderung dorthin erfahren wollt, dann könnt ihr alles in meinem Buch Nächster Halt Schweden nachlesen. Den Link findet ihr unter dem Video.